Hier die Punktrichter, Hubert Earl aus Kanada, Hector Hernandez aus Mexiko und Frank Skillbred aus den USA. Und Brian Gary, der Referee. Fall auch für Victor Polo, ein Quietsch, verknüpfter Typ. Gainer voll konzentriert und jetzt die letzten Worte von Brian Gary, bevor es losgeht hier. So, jetzt müssen noch die Offiziellen, die Trainer den Ring verlassen und dann geht's hier los. Riesige Halle. Der Eispalast hier in Tempor, konnte man eben gut sehen. Und Victor Polo aus Kolumbien. Ein boxbegeistertes Land. Feiert zurzeit drei aktuelle Weltmeister. Ena Julio im Halbweltergewicht der WBO. Pacheco, den IBF-Liegengewicht-Champion, und Kermin Guadalia, den WBO-Weltmeister im Strohgewicht. Polo gut zu erkennen in der leuchtend gelben Hose. Gena in Schwarz-Gold. Polo hat ja gesagt, ich greife hier an. Gleich gute Aktion hier des Herausforderers. Ich werde 12 Runden lang Druck machen. Gena soll keine Luft bekommen. Kondition habe ich, das halte ich durch. Warten wir es ab. Aber er macht hier zumindest in den ersten Minuten dieses Kampfes sein Versprechen wahr. Interessant, beide Rechtsausschläge haben man selten im Profiboxen. Gute Aktion wieder von Victor Polo. Wie man ihn kennt, sehr beweglich, aber immer hier im Rückzug. Aber das hat er gegen Norbert auch schon praktiziert und dann plötzlich hat er gekontert und Norbert musste zweimal zum Boden. Eine Situation, die der Champion bis dahin nicht gewohnt war. Unheimlich viel Tempo hier in den Anfangsphasen dieser ersten Runde. Wird nicht irgendwie abgetastet und geschaut, was der Gegner drauf hat. Hier geht es gleich mächtig zur Sache.
lässig hier, Gena, was seine Deckung angeht. Aber verlässt sich eben auf sein Auge, auf seine Bewegung, sein Oberkörper, der viel pendelt, auf seine schnellen Beine. Aha, da kam erstmal die Rechte von Gena. So, kurz vor Schluss wollte er noch etwas fürs Auge tun. Ja, aber er hat gemerkt, mit diesem Victor Polo, da ist nicht zu spaßen. Elgin Murchison, Ronnie Reese und Dr. Richard Lucy in der Ecke von Smoke Gena. Und Lou Duva, Tommy Brooks und Rafael Garcia betreuen Victor Polo. Ganz wichtig in dieser Ecke, Rafael Garcia, der Cutman. Er spricht Spanisch und das versteht Victor Polo. Probleme hat er etwas mit dem Englischen. Bild hier in der zweiten Runde. Victor Polo. Die Lokomotive aus Kolumbien. Prescht nach vorne. Weit erholt die Schläge hier von Gena. Na, er versucht hier ab und zu mal seine Linke zu bringen, aber da muss ich schon ein bisschen näher an Polo ran. Wenige gelungene Aktionen jetzt hier in der zweiten Runde. Kaum Treffer. Ja, dieser Smogena wirkt etwas angespannter als sonst. Er ist sich seiner Verantwortung als Weltmeister bewusst. Natürlich gespannt sein, ob Victor Polo hier seinen Stil wirklich 12 Runden durchziehen kann. Was für ein Kraft, was er hier macht. Die Jagd auf den Weltmeister. Gute Aktion jetzt von Gena. Ja, Gena, ja, verlässt sich hier diese Anfangsphase mehr aufs Auspendeln, auf seine schnellen Beine und den Schlägen. Da hat er es noch nicht ganz so. Ich denke, das wird sich hier bald ändern.
Get up now. When you do, roll out with her. When you do, got a punch down. Und hier der Mann mit den grauen Haaren, Lou Duva. Er gehört neben Angelo Dundee zu den lebenden, noch aktiven Trainerlegenden. Lou Duva ist 79 Jahre alt. Unzählige Male ist er Trainer und Manager des Jahres geworden. Und coachte schon 16 Weltmeister. Panam, Joe Girardello 1963, das war sein erster. Mike McCallum, Wendell Holyfield, Pernell Whittaker, Meldrick Taylor, Vinny Pacienza, Fernando Vargas und zuletzt Sepp Judah. Und die Nummer 17 sollte zukommen und das wäre eben heute Abend Victor Polo. Ganz sympathischer Mann, dieser Duva. Einer, der im Boxen schon alles erlebt hat. Einige Mühe, der Weltmeister. Pausenlos nach vorne stürmen, herausfordern. Wieder hier, wieder sehr jetzt von Victor Polo. Dena macht nichts. Versucht seine Fäuste zur Deckung hochzuziehen und wird hier von einem wahren Schlaghagel eingedeckt. Aber das kostet natürlich Kraft. Und die spart Dena, wenn er hier keine harten Treffer abbekommt. Er lässt sich locker. Ja, zweimal schön gekontert jetzt von Gainer. Da kam die linke zum Kinn von Polo, aber dem macht das nichts aus. Aber auf solche Situationen, da wartet er. Derek Smoke Gainer. Ja, eine tiefe Schürfwunde am Rücken. Ringseil, Gainer, die natürlich keinsterweise hier benachteiligt. Aber trotz allem ein gefährliches Spiel, was der Weltmeister hier treibt. George Foreman kann das sicherlich bestätigen, wer ja schräg vor mir sitzt und für die Kollegen von HBO kommentiert. Da auch seine ganze Kraft gegen Muhammad Ali verpulvert, ging dann K.O. Ja, immer wieder jetzt die Linke zum Kopf von Polo. Macht er nicht ungeschickt, dieser Derek Smoke Gainer. Wie lange werden seine Kräfte reichen, wenn er so weiter boxt? Das ist die große Frage. Schläge hat er abgefeuert in dieser Runde. 40% Trefferquote. Ganz ordentlich. Gainer weniger, aber er hat dafür häufiger getroffen. Hier, da kam sie, die Linke, zweimal. Stand er etwas zu weit weg vom Polo, sonst hätte es ja mächtig an dessen Kinn geklingelt.
Also auf die linke von Gainer muss er aufpassen, Polo. Die kommt man natürlich zu heute durch, wenn er jetzt wieder hier eine wahre Schlagsalve abfeuert. Da war es wieder, die linke. Oh, aber jetzt zwei, drei Treffer zum Kopf von Gainer. Toller Kampf bis jetzt. Sein Konterschlag. Heute schon mal Aufwärtshaken ein. Jetzt hier schön. Rechts-Links-Kombination. Ja, wenn er durchkommt, dann hat er hier mit Sicherheit die härteren, die genaueren, die besseren Treffer. Im Ziel, aber Polo verträgt einiges. Wieder. Ja, da müsste er seine Linke ebenfalls mal die Rechte hochnehmen. Sein Kopf abdecken, dieser Polo, aber das vergisst er hier. Vier, fünf Mal hintereinander und jedes Mal schlägt es krachend ein. Ja, einige Schläge sind etwas unkoordiniert von Gainer, aber kann vorkommen. Das macht er schon lässig. Wie er da an den Schlägen von Polo vorbeitänzelt. Gainer hat ja gesagt, wenn ich mich hier an die Marschrichtung von Elton Murchison halte, dann kann gar nichts passieren. Und er kommt jetzt immer besser hier in Fahrt. Und Polo, er ist vorsichtiger geworden, das sieht man. Einige Konter reinmarschiert, die haben wehgetan. Und entsprechend weniger angriffslustig ist er geworden. Roy Jones Jr. Locker, lockig. Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, der Beste der Welt zu sein, und ich werde das ausnutzen und werde ihn nicht enttäuschen. Worte von Roy Jones. Aber das Gleiche behauptet auch Derek Carmen von sich, dass er von Gott auserwählt ist. Warten wir also ab, wer den Zuschlag bekommen wird. Den Schlag eben, den hat Victor Polo absorbieren müssen. Das kam in dieser Runde häufiger vor als im Liefer. Dass er hier einen Gang zurückgeschaltet hat, das zeigt auch die Schlagstatistik. In der vierten Runde, da hat er nämlich nur noch 67 Schläge abgefeuert. Also weniger als die Hälfte der Runde zuvor. Hat schon schnelle Hände, dieser Derek Gainer. Ja, das war jetzt gar nicht, ich glaube, dass nicht ein einziger Schlag irgendwie auch zu Gainer durchgekommen. Ja.
Aktion von Pole ist auch viel zu durchsichtig. Kostet alles ungeheure Kraft, was der Kolumbianer hier so fabriziert. Zweimal durchgekommen zum Kopf von Jena, allerdings fehlt den Schlägen hier der nötige Druck. Jena boxt ausgesprochen ökonomisch. Eine Runde, in der nicht allzu viel passiert ist. Das gleiche Bild. Der aktivere Mann war Victor Polo, allerdings ohne viel zu bewirken. Und Derek Jena boxt hier seinen Stiefel runter. Er wartet darauf, dass die Kräfte von Victor Polo langsam, aber sicher schwinden werden. Ein Blick hier über die Kollegen. Oben auch mal gut zu sehen, das Nummerngirl. Haben teilweise Probleme mit ihren hochhackigen Schuhen nicht zu stolpern. Auch nicht ganz einfach mit den engen Kleidern hier in den Ring zu steigen, aber bis auf ein, zwei kleine Unfälle in den Vorkämpfen haben sie das bislang recht gut in den Griff bekommen. Die Nummerngirls aus Tampa in Florida. Sechste Runde. Ich denke, Derek Jena wird jetzt auch den nach Punkten in Führung liegen. Die ersten Runden sind mit Sicherheit an Victor Polo gegangen. In der fünften Runde wieder etwas zur Schlagstatistik. Polo über 90 Schläge, Jena knapp über 30, also gerade mal ein Drittel von dem, was der Kolumbianer da so abgefeuert hat. Aber die genaueren Treffer, die sind nach wie vor beim Weltmeister. Bislang wirklich hier ein Kampf auf hohem Niveau. Na, jetzt provoziert Pole ja ein bisschen. Ebenfalls mal seine Fäuste hängen, imitiert Jena
Leg hier, zwei schnelle Rechte. Zugkopf. Könnte ich gut passieren, wenn ihr Polo gehen damit hier, dass kaum noch geschlagen wird, nur noch getanzt. Wenn er hier etwas böses Gesicht macht, Brian Gary, äußerst fairer, sauberer Kampf. Halbzeit im Weltmeisterschaftskampf im Federgewicht nach WBA-Version, World Boxing Association. Und die Stimmung hier in der Halle ist nicht gerade überschäumend. Aber natürlich hoffen hier die Fans aus Florida, dass Derek Smoke Gainer jetzt in der zweiten Halbzeit noch etwas mehr aufdrehen wird. Ja, gut geboxt bis dahin. Polo. So, er soll näher an Derek Smoke Gainer herangehen. Guter Ratschlag von Luduba. Ganz kurz geschlagen von Gainer. Da ging er aus dem Mann raus. Zwei Maidbewegungen. Die Schläge ausgependelt. Macht schon Spaß, ihm zuzuschauen. Von Polo, der ist den Kopf nach hinten gerissen. Aber der Herausforderer hat einen Eisenschädel. Guter Mann, der Brian Gary, sieht alles. Das Publikum wird ja langsam ungeduldig. Sie wollen ja ein paar spektakuläre Aktionen von Derek Gainer sehen. Den Beinamen Smoke, den hat er übrigens von Roy Jones Senior bekommen. Als Amateur, da muss er gegen einen älteren und viel erfahrenen Gegner antreten. Und hat der Senior gesagt, du rauchst den in der Pfeife und seitdem ist er eben Smoke. Man muss aufpassen, dass Smoke eben hat er nämlich ein paar gute Treffer abbekommen. Dass der Gong kommt. Da hat er Glück. Victor Polo voll getroffen worden. Jetzt bin ich mal gespannt hier auf die Zeitlupe. Da kam der Gong genau zum rechten Zeitpunkt. Er war nicht angeschlagen. Also braucht der Gong. Man kann ihn ja auch nicht retten, aber
Da saß, meine Herren, genau das sind die Situationen, auf die Derek Smoke Gaynor wartet. Wenn er seine Konter setzen kann. Und hier Derek Harmon mit einem Bild von einem vermissten Kind. Er setzt sich für diese Kinder ein, dass sie gefunden werden. Und er zeigt die Bilder hier bundesweit, landesweit. Alicia Chavira. Und wir hoffen, dass Derek Harmon mit dieser Aktion Erfolg haben wird. Da kam die Linke zum Kopf, zweimal voll durch. Soll voll gespannt sein, Victor Polo das Ding wegsteckt, aber noch leicht benommen ist. Auf alle Fälle marschiert er wieder nach vorne. Und hoffentlich nicht in froher Erwartung von weiteren solchen Treffern, denn dann wird es hier irgendwann mal eng für ihn werden. Vorsichtig geworden. Victor Polo. Ich bin was heute mal rein. Wie gefährlich das werden kann, das hat er in der letzten Runde zu spüren bekommen, kurz vor Schluss. Als die Linken zweimal hier zu seinem Kopf flogen. Noch genau trafen. Aber dieser Polo ist ein Kämpfer par excellence. Die Linke nachgezogen von Gena. Gut hier in der Halle, heißt Gaynor soll ein bisschen mehr machen. Schon kommt die Linke wieder angeflogen. Aber ich denke, die Leute sollten zufrieden sein. Es gab in den letzten Monaten sicherlich viele Weltmeisterschaftskämpfe. Nicht annähernd dieses Niveau hatten. Vollkommen relaxed, selbstbewusst, schlendert er mehr oder weniger in seine Ecke. Nathan Wilkerson und Dr. Richard. Und Lucy nehmen ihn jetzt dort in Empfang. Wenn Sie noch einen vierten Mann hier mit dem Fläschchen sehen, das ist Mario Francis, ein Freund. Polo gewann zuletzt in einem hochklassigen Gefecht die WM-Ausscheidung gegen den bis dahin ungeschlagenen Angel Vasquez. Dann wird es hier erstmal richtig zusammengestaucht von Duduva, der in den letzten Runden natürlich nicht mehr zufrieden sein kann. Diego Fernando Bobby Boy Velardes und William Abelian. Wir waren ja eindrucksvoll.
Aber dieser Derek Smogena ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Seit der ja heute. Er hat die Sache sicher im Griff. Gena. Auch wenn im Boxen immer zu jeder Sekunde alles passieren kann. Wieder die linke. Ja, da muss Pole doch mal aufpassen. Wie oft will er die noch einstecken? 52 Schläge hat er noch. Abgefeuert in der letzten Runde, Polo. Also die Frequenz lässt nach. Also man sieht, dass sich dieser Gena auch schon einiges hier von Deutsch und Strömi abgeschaut hat. Seine Bewegung, vor allen Dingen sein Auge, sein Distanzgefühl. Und er ist wirklich gewachsen mit den letzten Kämpfen, bei denen er in die absolute Weltspitze nach vorne gedrungen ist. Früher schon ein paar Fights mit ihm gesehen. Oder mit dem Gegner versucht zu spielen, ist oft bestraft worden. Das hat sich geändert. Victor Polo boxte ja vor 2 Jahren schon mal um die Weltmeisterschaft. Gegen Manuel Medina. In der 9. Runde, da rauschten beide mit den Köpfen aneinander. Der Kampf musste abgebrochen werden und die Punktrichter hatten das Sagen. 2 entschieden sich für Medina, nur einer für Polo. Tuba. Er beugt sich gerade mehr. 3 Runden hast du noch, mein Lieber, sagt er ihm. Und wenn du gewinnen willst, dann musst du ein bisschen mehr tun und wieder Dampf machen und nicht zu viele Schläge kassieren. Eindeutig hier zu sehen, dieser Gena, wenn er durchkommt mit seiner Linken, dann sitzen die Dinger. Zack. Noch einmal. Er hätte viele schon umgehauen. Nicht da bei diesem Victor Polo. Tja, noch 3 Runden. Die Kuba hat es gesagt. Da musst du noch mal ein bisschen anziehen, Victor, und er macht's. Also langsam, da schwillt das rechte Auge von Polo zu. Und ich denke, Derek Gena hat hier in diesem Kampf, je länger dauerte, kontinuierlich seinen Punktvorsprung ausgebaut. 2, 3 Runden. In der Anfangsphase für Polo und dann dieser Derek Gena, Chef im Ring. Ja.
eine, die linke von Polo. Und nach wie vor ist das Publikum hier wenig begeistert vom Kampfstil. Gena. Ja, Anna ist wieder getroffen worden. Lacht er jetzt ein bisschen, dieser Gena. Und auf einmal, da freuen sich die Fans hier in Tampa, wenn Victor Polo trifft. So schnell ist das wieder Gunst des Publikums. Und natürlich spüren die Boxfans hier, dass dieser Gegner noch mehr drauf hat. Und dieses Pendeln und Pendeln, das gefällt ihm eben mal nicht. Kann natürlich einen Gegner fertig machen, wenn man ein Ziel vor Augen hat, das kaum zu treffen ist, so wie das Derek Gena hier praktiziert. Also ich glaube, diese Runde, da hat er kaum einmal zum Schlag ausgeholt, Gena. Boah, Polo konnte es auch nicht ausnutzen. Langsam aber sicher schwinden über ihn die Kräfte. Ja, und er wird sich seinen Teil hier denken, Evander Holyfield. Boxt ja auch Ball um die Weltmeisterschaft gegen John Luz. Hallo, ja, da winkt er mal schön. Und Publikum feiert ihn begeistert. Er war hier auf der großen Leinwand zu sehen. Evander Holyfield, einer der ganz großen Publikumslieblinge hier in den Staaten. Aber was hat er auch für Kämpfe abgeliefert gegen Ricky Poe, gegen Mike Tyson. Das war ein Klassiker gegen Lennox Lewis. Und er ist oft zurückgeworfen worden und er ist immer wieder gekommen. Toller Typ, dieser Evander Holyfield. Oh, wieder diese kurzen Häkelchen, sage ich mal, von Victor Polo. Können natürlich Derek Gena nicht groß beeindrucken, aber das Publikum freut sich, wenn Gena getroffen wird. Innenhand von Gena. Denke bitte hier, das Ding gemütlich nach Hause schaukeln oder ja, nach Hause canceln. Hin und wieder versucht er es mal wieder Polo zu treffen. Bei aller Klasse, die er hat, dieser Gena. Können, dass er hier aufkürzen lässt. Langsam aber sicher wird seine Kampfweise hier in der Tat langweilig. Ui. Wird er angezählt, da schaut er erstmal nach unten, dieser Brian Gary.
Er wird ja angezählt, schwere Linke mal wieder. Irgendwann muss der mal zu Boden gehen, dieser Victor Polo. Und dann ihn eingelullt. Kann man sich auch so sehen, zwei Runden lang dieser Gainer und dann hat er wieder zugeschlagen. Oh, jetzt OPs er nicht. Versucht hier nicht mit aller Gewalt der Sache ein Ende zu machen. Er boxt weiter. Ruhe seinen Stiefel runter und schaut, wo die Lücken bei Polo sind. Wenn er eine sieht, springt er dann los. Kleiner Cut über den linken Auge von Derek Gainer. Endlich mal Arbeit für Dr. Richard Lucy. Tja, die Fröhlichkeit, die ist aus seinem Gesicht gewichen, die er noch vor dem Kampf so ausgestrahlt hat. Victor Polo. Und auch Uduva, Tommy Brooks, seine Trainer hier nochmal diese gewaltige Linke zum Kopf. Zack. Na gut, er ist auch noch umgeworfen worden, aber das Ding hat schon gesessen. Hier hat Gainer noch ein bisschen nachgeholfen, damit er auch wirklich endlich mal auf die Bretter geht. Die letzte Runde, die Amerikaner sagen, die Championship-Runde. Kann sich noch mal alles drehen. Einmal muss er durchkommen, Victor Polo. Da kann er den Kampf hier gewinnen. Niemand glaubt daran, aber alles schon passiert im Boxen. Aber Gainer, jetzt geht hier noch mal ein bisschen auf. Victor Polo, er setzt hier nochmal alle über eine Karte. Kerzchen, sagen wir mal. Aber die Kraft, die hat er in den ersten Runden verpulvert. Bei seinem Schlag tremolos, die er da abgefeuert hat. Und Gainer ist, denke ich, zu geschickt, auch zu erfahren, um hier noch etwas anbrennen zu lassen. Gib nicht auf, Victor Polo. Wenn er den Kampf hier verloren hat, dann kann man zumindest sagen, er hat bis zur letzten Sekunde alles gegeben, alles versucht. Das war wohl zu wenig. Hey, nochmal die Linke zum Kopf von Gainer. Der ist die Linke ganz kurz abgezogen. Das ist schon erstaunlich, was der alles wegsteckt. Das kann ich dann nur wiederholen. Victor Polo, der Kolumbianer mit dem Eisenschädel. Noch 25 Sekunden, dann dürfte Derek Smoke Gainer seinen Titel verteidigt haben. Dann darf man über seine Zukunft spekulieren. Der hat, er macht dann noch Späßchen und dann geht er in die Knie, war natürlich keine Schlagwirkung, aber ein bisschen peinlich war es trotzdem. Der Kampf ist aus und Derek Smoke Gainer lässt sich feiern, wird aber ausgebuht von seinen eigenen Leuten hier in Florida. Die hätten lieber einen Kampfstil
wie den von Victor Polo gesehen auf seiner Seite, aber das macht ihn eben stark, dass er so kämpft, wie er es tut. Er macht es auch geschickt, setzt seine Konter dann, wenn es sein muss, und die rütteln den Gegner dann meistens durch. Hubert Earl, Hector Hernandez und Frank Skillbred. Ja, müssen jetzt entscheiden, wer das Ding hier gewonnen hat. Und er wird gefeiert. Der kleine, tapfere Victor Polo. Hab mal den Kollegen von HBO über die Schulter geschaut. George Foreman. 117 zu 110 für Gainer. Also doch noch eine klare Sache geworden. Ja, cool ausgesehen hier in der Anfangsphase. Hat der Gainer beschäftigt, überfallartig ihn attackiert. Hat den klasse Kampf abgeliefert, mehr war eben nicht drin, der Victor Polo. Tja, wie geht es mit ihm weiter? Natürlich, wenn man ihn fragt, will er unbedingt gegen Princeton Sima Madboxen, oder will das nicht in dieser Gewichtsklasse. Ja, gegen Madbox, der verdient großes Geld, das ist ähnlich wie im Halbschwergewicht mit Jones. Er möchte auch einen Titelvereinigungskampf machen und da wäre so vielleicht ganz schön, wenn eine Veranstaltung gäbe, wo die beiden Freunde wieder zusammen antreten, Roy Jones und er. Roy Jones vielleicht gegen Michael Chetsky boxt und Derek Smoke Gainer gegen Coco Kovac. Natürlich momentan eine Traumvorstellung, aber warum nicht? Mark Biro haben wir da wieder gesehen. Er lässt sich jetzt instruieren, wie hier die Punkte verteilt sind. Er freut sich natürlich, dieser Derek Gainer. Vorne und jetzt ist Gainer hier nochmal nervös. Skillbred. 118-109 to the winner and still. Meine Herren, also das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, aber tatsächlich einer den Polo 114 zu 113 vorne und der andere Gainer mit 118 zu 109. Also